In Kamerun, in meiner Muttersprache, gibt es ein Sprichwort, wie man sein Bett morgens verlässt, so findet man es am Abend vor. Der Quartier ist wie mein Bett und deswegen engagiere ich mich für seine lebenswerte Gestaltung. Wir haben hier eine starke Diversität, die als eine Bereicherung für alle Bewohner hier sein soll und nicht zu Konflikten führen soll. Und wünsche ich mir auch mehr Spielplätze, Kita-Plätze für unsere Kinder und regelmäßige Marktplätze, wo wir die Möglichkeit haben werden, unsere Kultur und unsere kulinarischen Spezialitäten vorzubereiten. Zeigen.